Gut, dann einen schönen guten Tag zusammen. Darf ich heute die Medienrunde zum Thema der Kapitalerhöhung von Capelli Sport eröffnen. Ausnahmsweise passiert das Ganze nicht virtuell, ausnahmsweise geht es nicht um das nächste Spiel und ausnahmsweise sitzt auch nicht der amtierende Cheftrainer neben mir oder uns gegenüber. Ich darf einmal kurz die Runde vorstellen. Wir haben einmal zu meiner ganz Linken sozusagen Ingo Wald, den MSV-Vorstandsvorsitzenden, zentral Kai Murheck von Capelli Sport und ganz links, ganz rechts von der Wand aus, Peter Monat, den MSV-Geschäftsführer, an den ich auch gleich das Wort übergeben darf. Bitte. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen hier in unserer schönen Schaut-Reisen-Arena. Zu Beginn einmal ganz kurz, der Ordnung halber möchte ich meinen Geschäftsführerkollegen Thomas Wohl für heute entschuldigen. Der hat andere Termine, der war mit angekündigt, ist aber gerade anderweitig eingebunden, deswegen bin ich heute hier quasi alleine stellvertretend für die Geschäftsführung, das nur kurz als Orga-Hinweis. Rein inhaltlich zur heutigen Runde. Es hätte sicherlich durchaus hier und da ein paar Gründe geben können, in den letzten Tagen diese Runde kurzfristig abzusagen, weil er durchaus ein bisschen Druck auf dem Kessel ist. Das haben wir nicht gemacht, weil wir uns a. der Situation voll entstellen möchten und zum anderen, weil der eigentliche Hauptgrund dieser Einladung, wie es auch in der Einladung geschrieben war, eben die Partnerschaft mit Capelli ist. Und dieses Thema ist für uns von so großer Bedeutung und auch ein solch großer Erfolg, dass wir darum plädieren möchten, dass dieses Thema vor allem heute im Vordergrund steht und wir dementsprechend darum bitten möchten, dass wir im ersten Fokus dieses Thema haben, weil es eben sowohl für den MSV als auch für Capelli ein großer Schritt war, ein wichtiger Schritt war, ein Schritt war, den wir als Erfolg verbuchen möchten. Und das sollte auf jeden Fall das Hauptthema der Runde sein. So hatten wir eingeladen, dass wir im Anschluss daran sich in andere Fragen gestellt bekommen werden. Das ist vollkommen klar, da laufen wir auch nicht weg. Aber Hauptthema sollte sein das Thema Capelli, Ausbau der Partnerschaft, ein Erfolg für den MSV, ein Erfolg, der uns Hoffnung macht für die Zukunft. Und darum soll den Fokus gehen. Das bitte mal kurz vorab als Eingangsstatement. Vielen Dank, Peter. Dann darf ich auch gleich die erste Frage an Ingo Wald, unseren Präsidenten, richten. Das Thema Investorengespräche ist ja zum Ende des letzten Jahres bei uns sehr, sehr wichtig geworden und aufgekommen. Jetzt dürfen wir vor einer guten Woche vermelden, dass es ja mit Capelli Sport weitergeht und dass das Ganze ausgebaut wird. Vielleicht magst du ganz kurz erklären, was genau noch dahinter steckt. Ja, das mache ich sehr gerne. Peter hat ja auch schon gesagt gehabt, dass wir sehr froh sind und auch stolz sind, dass uns das gelungen ist, Capelli noch enger an uns zu binden. Bevor ich aber da zwei, drei Sätze zu sage, vielleicht nochmal einfach mal die Grundsituation. Das wird sehr häufig irgendwo mittlerweile als Standard wahrgenommen oder auch als gegeben hingenommen. Der Corona-Schaden für Vereine in der dritten Liga, sicherlich differenziert von Verein zu Verein. Aber wenn ich das nur mal auf den MSV beziehe, dann haben wir durch Corona in der letzten Saison, also der zurückliegenden Saison, einen Schaden von 2,5 Millionen. Wir rechnen dieses Jahr mit 4, 5 Millionen, ohne genau zu wissen, ob wir vielleicht noch was kompensieren können durch Förderprogramme vom Bund und Land. Alles das steht in den Sternen, aber das sind Hausnummern, die so nicht zu kompensieren sind. Und deswegen waren wir bemüht, im Prinzip diesen Lückenschluss noch hinzubekommen und waren in Gesprächen mit verschiedenen Sponsoren und Investoren und haben aber auch, glaube ich, nie einen Hehl darauf gemacht, dass Capelli unser bevorzugter Partner ist. Aufgrund der langjährigen Beziehung, die wir mittlerweile pflegen, 2015 der Einstieg von Capelli und da in dieser Zeit ist ein so großer Vertrauensverhältnis aufgebaut worden, dass wir gesagt haben, das ist der Partner, der für uns am besten passt und von daher sind wir sehr froh, dass wir in den Gesprächen, die wir geführt haben mit Capelli und das waren viele Runden, die wir gedreht haben, mit ganz unterschiedlichen und immer auch mal wechselnden Personen, weil es auch ganz unterschiedliche Themenbereiche galt abzuklopfen. Da war Kai maßgeblich beteiligt, aber auch George in den USA hat sich mit eingebracht mit seinen Überlegungen und seinen Wünschen und hier großer Dank an unsere Geschäftsführung, aber auch an meine Gremienmitglieder, dass wir auf verschiedenen Plattformen uns im Prinzip herangetastet haben, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und was mir persönlich auch immer wieder das Gefühl gegeben hat, dass das genau der richtige Partner ist und war.
ist die Situation, wie die Gespräche geführt worden sind. Die sind auf einer sehr respektvollen Art und Weise geführt worden. Wir haben sicherlich beide Seiten eine rote Linie, die man nicht überschreiten darf, aber da hat nie jemand versucht, diese Linie zu überschreiten oder Forderungen zu stellen, die der andere Partner gar nicht erfüllen kann. Und das hat gezeigt, dass es hier um eine Partnerschaft geht. Und da gab es nie ein Entweder-Oder, sondern wir haben Lösungsansätze gesucht und nie im Prinzip Dinge gefordert, die der andere nicht zu erfüllen bereit war und auch nicht erfüllen kann. Und das hat uns ein hohes Maß an Sicherheit gegeben, dass Capelli genau der Partner ist, den wir uns vorgestellt haben. Und ich sage das einfach mal, Kai kann mich ja da auch verbessern, das waren wirklich gute Gespräche, wo wir immer lösungsorientiert uns bewegt haben und ein Vertrauensverhältnis, was schon bestand, glaube ich, nochmals gefestigt haben. Und jetzt muss man einfach sehen, dass Capelli hier in diesem Schritt der Kapitalerhöhung 2,75 Millionen investiert hat an frisches Geld und darüber hinaus nochmals ihre gesamten Forderungen, die sie gegenüber dem Verein aufgebaut haben, in den zurückliegenden Jahren von 2,7 Millionen, sodass wir ein Gesamtpaket haben von über 5,4 Millionen, die Capelli dem Verein zur Verfügung gestellt hat, einerseits in einer Barzahlung, andererseits im Wandel von Forderungen in Kapital, dass wir den Anteil von Capelli von 10,1 auf 40,1% erhöht haben, also 30%. Und wenn man dann noch überlegt, dass wir den ersten Anteil, als wir den Start mit Capelli hatten, 10% für 1 Million ausgegeben haben, haben wir jetzt im Prinzip für 30% 5,4 Millionen, über 5,4 Millionen bekommen, was dann im Prinzip, wenn man das umrechnen würde, eine deutliche Erhöhung zeigt gegenüber das, was wir 2015 gemacht haben. Aber auch begründet darin, dass George und auch Kai gesehen haben, dass wir eine ganze Menge getan haben und dass sie auch daran glauben, dass wir der richtige Partner sind und auch gewillt sind, das auch zu honorieren. Und da bin ich persönlich auch, denke ich, mit allen meinen Gremienmitgliedern und auch im Namen der Geschäftsführung sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Partner haben. Und wir hoffen einfach, dass wir gemeinsam für den MSV die Zukunft so gestalten, dass wir einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Vielen Dank auch dir, Ingo. Die nächste Frage geht dann an dich, Kai. Ingo sprach jetzt gerade schon an, dass ihr seit 2015 sozusagen hier seid. Und meine Frage wäre jetzt an euch, was waren die Beweggründe, das Ganze in diesen Tagen nochmals auszubauen im Sinne des MSV? Also die Beweggründe, hört man euch? Ja. Die Beweggründe, dass es jetzt passiert, ist natürlich ganz klar der Bedarf auch vom MSV Duisburg da Hilfe zu erhalten, finanzielle Hilfe. Die ist ja nicht nur durch uns gekommen, wie Ingo gerade gesagt hat, sondern auch, muss man auch mal erwähnen, durch die Fans und durch viele weitere Partner. Die Situation oder die Tabellensituation jetzt, die aktuell herrscht, ist für uns nicht unwichtig, aber ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber auf lange Sicht, und wir sind ein langer strategischer Partner schon seit 2015 und wir wollen das für die nächsten Jahre natürlich auch bleiben. Wenn man sich den MSV anschaut, glauben wir trotzdem, dass das eins der interessantesten und spannendsten Fußballprojekte ist im deutschen Profifußball. Da ist das jetzt eine Momentaufnahme, die jetzt für den jetzigen Moment nur so zu bewerten ist, aber in Insgesamtheit. Und so erklärt sich dann auch der höhere Wert, der quasi für diese Anteile dann geflossen ist. Wir glauben einfach daran, dass das Allerwichtigste die Personen sind in einem Verein oder auch in einem Unternehmen und die Konstanz, mit der man planen kann und die Planungssicherheit. Und das ist hier gegeben, was Ingo schon gesagt hat, das Vertrauen ist da in alle Beteiligten, ob es in die sportliche Abteilung ist oder in die Geschäftsführung oder auch in den Vorstand und auch in Ingo persönlich, wo ich da auch immer ganz klar sagen muss, ohne Ingos Engagement und auch diese Vertrauensverhältnisse, Gespräche, vertrauensschaffenden Gespräche, die wir geführt haben, nicht nur wir, sondern auch Ingo direkt auch mit USA, mit George,
hätten wir das nicht gemacht. Und dafür sind wir dankbar, dass man uns so vertraut, uns das Vertrauen auch in den letzten Jahren geschenkt hat. Genau so kommt es auch zurück. Ja. Vielen Dank auch dafür. Meine letzte Frage geht jetzt dann an dich, Peter. Und zwar durften wir ja vor einer guten Woche im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung auch verkünden, dass die Nachlizenzierung steht. Vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Worte verlieren. Ja, vielleicht mal ganz kurz ausgeholt. Es wissen ja alle, dass im letzten Frühjahr die Lizenzen erteilt worden sind ohne Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sonst kennen wir das Wort Lückenschluss meistens aus dem Zeitkorridor April, Mai, wo eben die Lizenz erteilt werden muss. Das war im Jahr 2020 anders. Dementsprechend ist jetzt das Thema Lückenschluss verschärft da aufgeploppt, wo eben die Nachlizenzierung eingefordert worden ist. Das ganz kurz zur Erläuterung. Dann war die Lücke zu schließen und wie gerade eben schon dargestellt, war die Kapitalmaßnahme durch Capelli der wesentlichste Baustein. Darüber hinaus sind aber auch viele weitere Partner uns zur Seite gesprungen, haben in verschiedener Art und Weise unterstützt, durch Sponsoringleistungen, durch Stundungen, durch Verzichte. Auch die Dauerkartenaktion war eine sehr, sehr wichtige Aktion für uns und da geht auch nochmal an alle Partner unser ganz aufrichtiger Dank, dass alle in der Phase mitgezogen haben. Am Ende des Tages mussten wir es nachher unter einem ganz, ganz hohen Zeitdruck auch realisieren, weil unser Ziel war, mit der Kapitalerhöhung und dem Lückenschluss auch so schnell wie möglich die Transfersperre aufzuheben. Dementsprechend mussten nachher wirklich ganz, ganz viele Partner und Unterstützer, auch die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, Kniegas geben, das was eben auch in dem Zeitfenster hinbekommen, um so früh wie möglich die Transfersperre aufzuheben. Es hat funktioniert, dafür gebührt von uns allen Mitarbeitern, die mitgeholfen haben, allen Partnern, allen Sponsoren, Capelli ganz besonders, unser ganz großer Dank. Danke auch dir, Peter, für deine Worte zum Eingang. Und dann darf ich jetzt gleich die offene Fragerunde zum Thema der Kapitalerhöhung eröffnen. Nils Halberscheid hebt vorbildlich den Arm. Bitte. Die erste Frage an Sie. Sie haben auch gerade schon gesagt, es stand schon in der Pressemitteilung, Sie wollen mit dem Verein die Zukunft gestalten. Sie haben gerade gesagt, auf lange Sicht ein guter Partner sein. Diese Aussage gilt die Unabhängigkeit, unabhängig von einer möglichen Liga-Zugehörigkeit des MSV Duisburg? Ja, ganz klar. Also wir sind nicht naiv. In so einer Tabellensituation muss man sich mit allen Situationen befassen und mit allen Szenarien, die einen weniger realistisch, die anderen realistischer sind. Wir glauben nicht daran. Wir haben ein ganz gutes Gefühl, dass es auch klappen wird mit dem Klassenerhalt. Ganz klare Antwort. Falls es dazu dann keine Nachfrage gibt, ist Joachim Droll von der Bild-Zeitung der nächste Frage. Ja. Meine Frage geht auch an Kai. Kai, viele Bekleidungsunternehmen ächzen und stöhnen ja auch unter Corona und sind auch quasi mit dem Rücken zur Wand. Ging es Capelli denn noch so gut, dass man in so einer Form und großen Form auch investieren konnte? Oder seid ihr auch wirklich da an Grenzen gestoßen? Also es ist nicht das beste Jahr, sagen wir mal so. Wir sind aber doch so breit international aufgestellt, dass wir schnell reagieren konnten. Und das ist unser Vorteil. Wir sind ein vertikales Unternehmen. Wir produzieren selbst, haben unsere eigenen Produktionsstandorte und haben dann natürlich auch mehr Hebel, auf die Gegebenheiten zu reagieren. Natürlich war es jetzt keine einfache Entscheidung, diese Finanzspritze nochmal zu betätigen in diesem Jahr gerade, wo ein Euro überall, glaube ich, nicht ein Euro wert ist, sondern einen normalen 2 Euro wert ist. Deswegen haben wir natürlich das auch nicht leichtfertig gemacht, aber nach den Gesprächen, die wir dann geführt haben und auch die Fantasie, die wir gemeinsam entwickelt haben, wie wir uns auch mehr einbringen können, wie wir selber auch dazu beitragen können, dass das ein erfolgreiches Projekt ist, waren wir dann doch dann überzeugt, dass wir das tun. Und da will ich nochmal dazu sagen, das ist jetzt nicht aus der Not von uns herausgeboren. Das heißt, wir haben nicht das Gefühl gehabt, wir sind jetzt schon dabei, mitgehangen, mitgefangen, wir müssen es tun. Natürlich unter Partnern hilft man sich, wo man kann, aber in der Größenordnung muss man schon auch die Überlegungen anstellen, ist es etwas, was sich lohnt für uns? Können wir für uns Synergieeffekte nutzen? Hilft es unserer Marke, die positiv aufzuladen und auch unserem internationalen Netzwerk? Und da war dann ganz klar die Antwort, dass es sich lohnt. Vielen Dank dafür. Das Handzeichen kommt dann von Dirk Retzler von der WAZ. Ja, schönen guten Tag. 5,4 Millionen Euro umfasst das Paket. Jetzt wissen wir ja nicht, wie groß die Lücke war.
Interessiert mich, wie groß war die Lücke und ist jetzt dadurch Geld noch übrig geblieben, um jetzt auch die Transferaktivitäten, die ja zurzeit über die Bühne gehen, noch zu finanzieren? Ich glaube, das ist für den Herrn Geschäftsführer. Also die Lücke war kleiner logischerweise und ja, die Maßnahmen, die in Summe dazu geführt haben, die Lücke zu schließen, sind auch so auskömmlich, dass wir eben bereits die ersten drei Transfers tätigen konnten. Auch die jetzt gestern angeschobenen Maßnahmen sind auch mitgedeckt. Und auch da ist nochmal Capelli on top zur Seite gesprungen, hat gesagt, wir glauben daran, dass die Mannschaft es schaffen kann. Wir sind auch bereit, den Weg immer weiter zu unterstützen. Das heißt auch nochmal on top bei den Transfermaßnahmen ist Capelli zur Seite gesprungen, hat da nochmal unterstützt. Dann gibt es dazu eine Nachfrage. Reichen 40,1% oder wollt ihr mehr? Gute Frage. Ich glaube, selbst wenn uns mehr angeboten worden wäre von Ingo, 60% oder noch mehr, vielleicht hätte man das von der Bewertung her hinbekommen, das so zu argumentieren. Aber wir wollten bewusst nicht mehr als das. Wir sind in erster Linie sind wir eine Sportmarke, Capelli Sport. Wir sind in mehreren Vereinen auch involviert und arbeiten und kooperieren mit vielen Vereinen. Für uns ist es wichtig, dass was im deutschen Fußball am wichtigsten ist oder wichtiger als bei anderen europäischen Clubs, die 50+1 Regelung nicht anzufassen, auch nicht nah dahin zu kommen, dass irgendwelche Ängste geschürt werden, dass wir jetzt hier die Investoren sind, die versuchen, das Ruder an sich zu reißen oder diese 50+1 Regelung zu umgehen. Im Gegenteil, also für uns als Marke können wir nur positiv aufgeladen werden durch solche Vereine, wo so viele Fans, Hubkonzert und so viel Involvement von den Fans, die man hier hat, das ist etwas, wovon die Vereine leben und das wollen wir nicht anrühren und wir wollen auch nicht den Anschein erwecken. Deswegen sind wir sehr zufrieden mit den 40% und für uns ist es ein bisschen auch was Symbolisches. Es geht natürlich nahe an diese gleichwertige Partnerschaft, dass man jetzt wirklich Hand in Hand gehen kann. Das wird sich in der Zukunft auch noch zeigen, dass dann sehr viele Dinge uns dann auch viel leichter fallen. Was er gerade erwähnt hat, der Peter, die zusätzliche finanzielle Hilfe, um dann doch nochmal reagieren zu können auf dem Transfermarkt, die haben wir bedingungslos dazugegeben. Das ist gar nicht in diesem Betrag 5,4 Millionen drin. Und da haben wir keine Wege versucht zu finden, wie dann das Geld wieder zurückgeführt wird oder das dazu zu nutzen, wie vielleicht ein anderer Investor, um eine Kulisse aufzubauen, wo jede Saison man wieder auf die Gunst dieses Investors angewiesen ist, dass man diese Verbindlichkeiten dann wieder vor sich herschiebt, aber nur, wenn das oder das passiert. Das machen wir bewusst nicht, das wollen wir nicht machen. In so einer Partnerschaft, wo wir dann 40% halten, macht es dann aber auch für uns Sinn, nicht jeden Euro so zu rechnen, sondern einfach für den Gesamterfolg des MSV Duisburg beiseite zu stehen. Finanziell natürlich, aber auch inhaltlich mit allem, was wir haben, mit unserem sportlichen Netzwerk weltweit und mit unserem Input, wo es benötigt wird. Noch eine weitere Nachfrage von dir, Kretzler. Zu Zweitliga-Zeiten hat es der MSV geschafft, das ewige Zittern in den ganzen Lizenzabläufen irgendwann mal zu vermeiden. Meine Frage zielt jetzt darauf, jetzt wieder einen Lückenschluss gemacht. Wie sieht das Konzept aus, dass jetzt in 6 Monaten oder 5 Monaten nicht der nächste Lückenschluss ansteht? Wie kann der MSV sich jetzt aufstellen, dass er jetzt langfristig als Drittligist überleben kann, ohne dieses große Szenario, jedes Jahr 3 Millionen Miese und so weiter vor Augen zu haben? Ja, auch die Themen waren natürlich Gegenstand unserer Diskussion mit Capelli, weil die natürlich auch wissen wollten, wenn wir jetzt reinspringen, wie geht es dann weiter? Wir haben ja gerade eben gehört vom Ingo Wall, dass es einmal die Bareinlage war und zum anderen auch der Verzicht auf Verbindlichkeiten. Gerade der zweite Baustein ist jetzt schon ein ganz, ganz wichtiger Baustein dafür gewesen, eine bessere Grundlage zu legen für die nächste Lizenzierung. Weil bisher war es so, dass diese aufgeschobenen Verbindlichkeiten immer wieder neu angepackt werden mussten, neu geschoben werden mussten. Und damit hat Capelli auch jetzt schon einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dafür geliefert, einen guten Grundstein zu haben für die nächste Spielzeit. Dass die wieder brutal werden wird, steht völlig außer Frage, sind wir weit weg von nicht nur sportlich, auch finanziell von Zweitliga-Szenarien. Ingo hat es ja gerade eben erzählt, in dem letzten Jahr 2,5 Millionen Euro Corona-Schaden, in diesem Jahr zwischen 4 und 5. Das können wir nicht so eben beiseite packen, das werden wir auch im nächsten Jahr nicht durch die üblichen Einnahmen aus Sponsoring, Ticketing, Merchandising und Co.
einfach so kompensieren können. Das heißt, wir sind schon aufgefordert, nochmal strukturell in die Tiefe zu gehen und dort Maßnahmen zu ergreifen, um eben ein Drittliga-Szenario so abzubilden, dass das Defizit so gering wie möglich bleibt und wir die Lizenz dann auch irgendwann im Mai-Final erhalten können. Meine Frage auch wahrscheinlich eher an Herrn Monok. Wurde diese Entscheidung auch sehr eng mit Schauinslandreisen abgesprochen, die ja in der Vergangenheit auch sehr häufig dann schon mal Helfer in der Not waren und ja auch noch eben nicht ganz unwesentlich beteiligt sind am MSV-Wohlergehen? Ja, das ist so. Schauinsland hat ja auch einen Beitrag geleistet, einen wesentlichen Beitrag geleistet im Rahmen des Lückenschlusses. Von daher war Schauinslandreisen sehr früh darüber informiert, dass wir mit Capelli in Gesprächen sind, immer wieder auch mal so ein bisschen ein Update erhalten. Und dementsprechend ja, war Schauinsland-Reisen auf dem Weg dorthin stets mit informiert und hat vor allem auch, da nochmal ein großer Dank, auch nochmal von sich aus einen Beitrag geleistet, der den Lückenschluss möglich gemacht hat. Gibt es denn weitere Fragen im Moment von... Die Namensrechte laufen nach meinem Wissen im Sommer aus, die Arena. Wie ist da der Plan? Also A, das ist richtig und B, sind wir auch da in Gespräch mit Schauinslandreisen. Das wissen wir alles aktuell, die Reisebranche in einem besonderen Umfang betroffen ist von der Corona-Pandemie. Wir sind da in Gesprächen weiterhin und denken mal, dass wir dann spätestens im Frühjahr das auch intensivieren werden, weil dann ja logischerweise wieder die Maßnahmen anstehen, um die Planung fürs nächste Jahr einzureichen. Nils Halberscheid hat eine Frage, sehe ich das richtig? Ja, aber die bezieht sich dann eher noch auf die Aktion gestern. Also ich weiß nicht, ob wir hier noch Zeit haben. Vielleicht sprechen wir zuerst über Fragen, die sich auf das Thema der eigentlichen Pressekonferenz heute beziehen. Da blicke ich nochmal in die Runde und da gibt es scheinbar keinen weiteren Bedarf. Nils Halberscheid von Radio Duisburg, bitte. Jetzt auch mal die Maske auf, dann geht das vielleicht ein bisschen besser mit dem Reden. Ingo, die Frage richtet sich erstmal an dich. Der Frust hat sich gestern unüberhörbar entladen. Wir waren vor Ort, haben mit vielen Fans geredet und die Enttäuschung war groß, dass keine Kommunikation stattgefunden hat. Ich glaube, da haben sich viele gewünscht, dass sich der MSV-Präsident vielleicht mal kurz mit dem Megafon wenigstens aus der Geschäftsstelle lehnt. Kannst du diese Enttäuschung nachvollziehen ein Stück weit und warum gab es halt diese direkte Form der Kommunikation gestern nicht? Also sicherlich erstmal nachvollziehbar, keine Frage. Bei den Live-Chats haben wir ja auch gesagt gehabt, dass wir der Kritik offen gegenüberstehen, dass wir das auch gut finden, jeder, der Kritik übt, der ist mit dem Herzen noch dabei, das ist unsere feste Überzeugung. Gestern ist natürlich auch das Thema gewesen, Corona-bedingt. Wir wollten jetzt nicht irgendwo was provozieren, dass es dann vermehrt dann Bildung von Menschen, Ansammlungen ist. Das war einer der wesentlichen Punkte. Und jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe noch einen kleinen Nebenjob. Ich kann nicht jetzt auf alles anspringen, was kurzfristig mal geplant ist. Ein bisschen bin ich auch dem Unternehmen Krone schuldig, was zu tun und deswegen war es mir ehrlich gesagt auch wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, ohne dass ich eine laufende Sitzung verlassen hätte. Ich bin aber, wenn wir das dann auch schon so sagen, mit dem Menschenauflauf möglicherweise, bin ich irritiert, dass wir von der Polizei eine Mitteilung bekommen und das sage ich jetzt hier auch ganz, ganz klar, dass es besser wäre, wenn Ivo Grilic und Ingo Wald nicht den Haupteingang nutzen würden am Stadion. Das tut mir persönlich weh, sowohl für Ivo als auch für mich persönlich. Ich glaube nicht, dass das der richtige Umgang miteinander ist. Da hätte ich mir gewünscht, das ist sicherlich, wenn die Bedenken da sind, gibt es da wohl konkrete Hinweise, das hätte ich mir anders gewünscht. Aber grundsätzlich wären wir, und das war ja auch gerade in dem Anfangsstatement von Peter klar, wir werden uns jeder Kritik stellen und die werden wir auch beantworten. Aber so, dass es eben Corona-konform ist und dass wir da auch offen diskutieren können. Wir werden uns da nicht verschließen.
Und wie gesagt, wir hören auch zu und wir nehmen das auch an, aber die Entscheidungen auch werden bei uns immer nach unserer festen Überzeugung, was das Richtige für den Verein getroffen. Und ohne das jetzt bitte nicht falsch verstehen, die Aktion gestern, die haben wir sehr wohl wahrgenommen, das ist alles in Ordnung, alles gut. Aber die Entscheidung, die wir treffen, basiert nicht darauf, dass jetzt ein Hubkonzert stattgefunden hat. Da waren wir überzeugt, dass das dann in dem Sinne immer die Entscheidung, die wir treffen, sind wir überzeugt. Und da können Fehler passieren, überhaupt keine Frage. Aber die Entscheidung, die wir dann treffen, sind wir überzeugt, dass es für den Verein die richtige Entscheidung ist. Und da lassen wir uns nicht zwingend beeinflussen durch ein Hubkonzert. Wir sind dann einfach überzeugt von dem, was wir tun. Wir sind nicht fehlerfrei, überhaupt keine Frage, aber das ist dann schon unsere Entscheidung. Ingo, da eine Frage mal zum Prozedere mit Gino. Wer und wie habt das ihm mitgeteilt? Und Anschlussfrage, dadurch, dass Uwe Schubert jetzt mit dem Trainerteam übernimmt, das ist ja wahrscheinlich interimsweise, wie lange diese Interimslösung, kann ja glaube ich mal 14 Tage gehen, oder hat Uwe, hat glaube ich sogar den Trainer, nee, hat er nicht, ne? Also 14 Tage ging das, also das wäre die wahrscheinlich die höchste Zahl an Tagen, wie es ginge. Aber die erste Frage natürlich erstmal, Gino, wer und wie habt ihr das mitgeteilt? Also wir haben im Prinzip nach dem Auftritt in Zwickau viele Telefonate geführt. Das sind ja nicht Dinge, die wir dann sofort platzieren, beziehungsweise wir haben uns in großer Runde ausgetauscht, diskutiert, wie wir mit dieser Situation umgehen wollten. Und wir haben dann uns entschieden, dass es für den Verein und auch wahrscheinlich auch für Gino selber die beste Lösung ist, dass man das Engagement beendet. Aber auch an dieser Stelle Dank von unserer Seite an Gino, dass er sich bereit erklärt hatte, das Amt zu übernehmen und dass er mit dem entsprechenden Einsatz versucht hat, den MSV hier Stabilität zu verschaffen. Insgesamt war es nicht erfolgreich. Wir haben uns sicherlich beide Seiten das anders vorgestellt. Auch da, wir sind kritikfähig. Wir haben sicherlich die Reaktion der Öffentlichkeit unterschätzt, wie es wahrgenommen worden ist. Aber auch da waren wir in der festen Überzeugung, dass es funktionieren kann. Es hat sich leider nicht bewahrheitet, ist uns nicht gelungen. Und wir sind jetzt auch wieder im größeren Kreis in der Diskussion, wer die Nachfolger antritt. Wir sind in Gesprächen aktuell. Wir wollen aber auch einen Trainer haben, wo wir das Gefühl haben, dass er will, dass er es mit Herzblut macht und nicht irgendwo sagt, okay, ich stelle mich selber ins Schaufenster. Er muss an den MSV auch glauben und dann wird er für uns der richtige Mann sein. Aber das werden wir intern in größerer Runde entscheiden. Woran ist Gino Lettieri gescheitert oder woran ist das Projekt gescheitert? An zu wenig Punkte. Punkt 1. Wie gesagt, ich habe schon gesagt gehabt, dass wir vielleicht, was heißt vielleicht, wir haben es unterschätzt, die öffentliche Wahrnehmung, die Art, wie Gino polarisiert hat. Und da war von vornherein klar, dass nur über sportlichen Erfolg Ruhe kommen kann in der Wirkung von Gino. Das ist uns halt nicht gelungen, aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Und das ist halt der Punkt, dass dieses Projekt in der Form für uns nicht erfolgreich war. Wie ist der Stand der Dinge bei der Personalie Ivica Grilic? Trennt ihr euch von Ivica Grilic? Habt ihr euch schon getrennt? Wie geht es da weiter? Also ich habe gerade schon gesagt gehabt, dass wir uns nicht treiben lassen wollen. Wir müssen überzeugt sein von unseren Entscheidungen und im Austausch auch mit allen Beteiligten
auch von Gremien sehen wir im Moment nicht einen Handlungsbedarf. Ich weiß jetzt auch, Aufstand, wahrscheinlich das nächste Hubkonzert, werden wir aber aushalten müssen. Also Stand jetzt wird Iveka Grillitsch Sportdirektor bleiben und das auch noch in der nächsten Saison. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe gerade gesagt, dass wir im Moment keinen aktuellen Handlungsbedarf sehen. Es wird uns, wir sehen die Notwendigkeit nicht, wo wir erkennen können, außer dass der eine oder andere sich dann bestätigt fühlt, dass es den Verein nutzt. Ich habe gerade gesagt, dass wir in einer großen Runde diese Gespräche führen. Und da ist natürlich auch Ivo dabei. Aber das ist auch nicht neu. Das war bei den anderen Trainerentscheidungen genauso. Ob das Thorsten Lieberknecht war oder davor noch mit Ilja Kruev oder jetzt auch mit Gino Letteri. Es waren immer mehrere dabei. Es ist nicht, dass es Alleingänge von irgendeiner Person ist. Weder von Ivo, noch vom Vorstand, noch von der Geschäftsführung. Das sind gemeinsame Entscheidungen, die wir treffen. Eine Frage an Kai dazu, jetzt bei 40,1. Es gibt ja auch Vereine, die ihr auch früher mal betreut habt. Da mischen sich dann solche Sponsoren ein bisschen stärker ein, auch in Trainersuche. Wie ist das bei euch? Redest du da manchmal mit, wirst du um deine Meinung gefragt oder tust du die auch mal kund? Also jetzt spezifisch in diesem Fall wurde ich natürlich auch nach meiner Meinung gefragt. Also ein ganz normales, respektvolles Umgehen miteinander, dass man nicht nur nach finanzieller Hilfe fragt, sondern auch nach Input. Und, wir haben ein großes sportliches Netzwerk, da ist vielleicht nicht meine persönliche Meinung immer gefragt oder interessant, aber wir haben auch unsere Clubs weltweit, die auch einen Input dazu liefern können. Ich wurde nach meiner Meinung gefragt. Also. Wie ist denn das Zeitfenster bei der Trainersuche? So viel Zeit habt ihr ja nicht. Ich glaube, die 14 Tage, die der Achim Droll eben angesprochen hat, die werden euch nicht helfen. Bis wann soll der neue Mann da sein? Wenn wir das sichere Gefühl haben, den richtigen, den bestmöglichen für diese Situation jetzt zu bekommen. Wir werden uns jetzt nicht unter Zeitdruck setzen. Wir müssen überzeugt sein. Nochmal der Blick in die Runde. Gibt es weitere Fragen an die drei Protagonisten für den Moment? Da das dann nicht der Fall ist, bedanke ich mich für alle Fragen wie immer, bedanke mich auch recht herzlich für alle Antworten von euch dreien und ja, wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben und dass wir uns demnächst nochmal wieder face to face sehen. Dankeschön.